Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Weiße Edition. Es kribbelt mir unter die Finger. Ich muss die Top 4 packen und ich bin heute mit meinem Schatzi verheiratet. Yay, in der Second Life halt. Ja, es war eine schöne Hochzeit, muss ich sagen. Auch wenn sie mal nicht so war, aber trotzdem, ich finde Hochzeiten schön, egal ob kurz, lang, mittelmäßig, scheißegal. Okay, gehen wir jetzt in die Pokémon League. Oh mein Gott, es kribbelt unter der Finger. Ich habe alle Pokémon bis Level 52 erlernt. Mein Lichtlein, wo jetzt kein Lichtlein mehr ist. Ich habe alle Namen geändert, in YouTuber halt, aber ich habe nicht, ihr müsst mal raten, wie die alle so heißen. Ja, ich habe die YouTuber einfach mal gereimt und so weiter, aber trotzdem, ich bin jetzt kribbelt das oben unter dem Finger. Ich habe alle bis 52 trainiert und ja, Bullet und ist noch immer Bullet und Gang ist noch immer Gang, weil Gang so schön zu dem Drachen-Pokémon passt. Der Name, okay. Leute, fangen wir jetzt an. Hast du erst einmal die Stufe erklimmen, gibt es kein Zurück mehr. Du musst entweder alle Kämpfe gewinnen oder durch eine Niederlage ausscheiden. Möchtest du dein Glück versuchen? Ja, na dann, auf geht's. Oh mein Gott, ich hab Angst. Ich habe bis zur japanischen Edition nur bis hierhin gespielt und nicht weiter. Also weiß ich jetzt nicht, wer alles so hier Dings ist. Ich habe bei manchen Let's Plays gesehen. Psycho, Kampf, anders, Dingens, Bumskirchen. Okay, ich mache jetzt in einem Part alle vier durch. Und dann kommt noch ein Part. Ich will da einen besiegen. Okay, gehen wir jetzt hier rein. Ich habe Angst. Leute! Okay, oh mein Gott, das ist die Geisttrainerin, glaube ich. Ja, das muss die Geisttrainerin. Ich hab Angst. Ja, ich hab Angst. Ich will sterben. Tschüss. Okay, speichere ich mal hier ab. Oder ich hätte lieber Save State machen sollen. Wäre besser gewesen. Ich mache dann ab und zu mal einen Save State. Ich muss erst mal gucken. Welche Trick. Kann man hier Save States machen? Keine Save States. Mist. Okay. Hallo? Achso, Achso, Tor, das Spiel gespeichert, okay. Die feurige, lodernden Augen des Mannes stachen aus seinem finsteren, haarigen Gesicht vor eine ständige Erinnerung an seinen Entschluss, alles und der Gerechtigkeit willen zu opfern. Das war ein Auszug aus meinem neuesten Werk. Die Anregung für die Hauptfigur liefert mir der letzte Trainer, der mich zu einem Kampf herausgefordert hat. Leider ging unsere Begegnung für ihn nicht allzu glimpflich aus. Ach, es ist wirklich schade um ihn. Aber genug der Gefühlsduselei. Du bist ebenfalls Trainer und willst dich mit mir messen, stimmt's? Dann mach dich auf was gefasst. Ich bin Anaesia, die Meisterin der Geist-Pokémon. Wir waren vor Geister. Und jetzt fangen wir schon mal schön nachts an. Yay. Anaesia, sie hat Geist-Pokémon und Licht. Uiuiui, ich hab Angst. Vier Pokémon setzt sie ein. Uiuiui. Was ist das jetzt? Oh mein Gott, es ist ein. Oh mein Gott, okay, Leute, ich muss jetzt die Wahrheit sagen. Ich kann einfach nicht lügen. Ich habe hier eine Webseite auf. Da stehen alle drin. Sorry. Okay, ich brauch. Ja, nur drin, wie man halt. Welcher Pokémon sie einsetzt. Stimmt dich. Ja. Oh, gut, effektiv. Ist das nicht ein. Oh, Wasser. Dingens gesch. Ich hab meinen, Scheiße. Okay, ich versuch's mal mit. Okay, seht ihr? Maul heißt jetzt. Maul, das ist auch ein YouTuber, den habe ich einfach so gerimed. Müsst ihr mal raten, wer? Maul, Soul? Shadow, Soul ist das? Ja, ich hab ihn Maul genannt. Oh nein, sie setzt Golgandes ein. Boden. Oh, ich hab ein Problem. Das ist ein Bodengeist. Ich hab ein Problem. Ich kann kein. Ich bin so doof und setz noch das falsche Pokémon ein! Ich habe noch Hyperheiler und so weiter gekauft, weil halt viel Hyperheiler und viele Tränke, müsst ihr wissen, und halt, ja, dass ich hier ein bisschen, oh nein, ich habe das falsche Pokémon eingesetzt, ich hätte lieber Maul drin lassen sollen, und das habe ich Kelvin 91 genannt, schreibt mal darauf, es heißt Kelvin 99. Ich habe meine Pokémon so komisch genannt. Sorry, die YouTuber, die das jetzt sehen, aber ich wollte sie so. Ich wollte euren Namen nicht benutzen, weil ich habe Angst, dass ich Ärger bekomme von euch. Deshalb habe ich einfach mal gerimed. Dass ihr nicht halt. Dass ihr hier nicht das Video. Opa, da meine Maus ist zu sehen, aber das sehe ich ja zum ersten Mal. Blöde Maus. Okay, ich setze nur Maul ein. Maul. Das passt doch irgendwie. Was jetzt ist ein Upparkour? Jetzt sitzt es das so plötzlich ein, aber egal! Mein Maul bleibt drin! Jetzt muss ich mir an die neuen Namen dran gewöhnen. Los, Spukball! Das ist Wasser und Geist. Verdammt.
ob das geht, ob das geht, ob da... nein. Mist, Mist, Mist. Surfer. Nein, 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 bitte. Oh, Molly überlebt das. Okay, ich setz jetzt mal was ein. Ich will meinen Top-Beleber, komm. Schalven 91 belebt dich wieder. Und sie setzt Top-Genesung ein. Es tut mir leid, Maul, du musst sterben. Der arme Shadow Soul. Nee, der Shadow Soul wird weiterleben. Ich habe mir Top-Genesung gekauft. Oh mein Gott, das ist so spannend. Ich will alle vier jetzt in einem Part machen und dann kommt N in dem nächsten Part. Leute, Leute, das ist spannend. Lake. Au. Blödes Wasser. Oh, ich hasse dich. Nochmal Spukball. Gut, dass ich noch AP Plus und so weiter habe. Dann kann ich ja auch wieder auffreshen. Komm, Volltreffer. Ja! Gut gemacht. Okay, ihr letztes Pokémon ist auch ein Geistfeuer. Das ist genau mein Lichtlein. Weißt du was? Ich setze Impul ein, um dich zu besiegen. Ich werde dich packen, du Anaser. Naser. Du Bruder der Top 4, scheiße. Okay, sorry, ist die Wahrheit. Ich habe hier die Seite auf, wo man sehen kann, halt, ja. Ich konnte ein. Ich weiß es einfach nicht, wie man. Ich habe noch nie die Top 4 gepackt bei diesem Spiel, also bitte nicht anschreien oder so. Und den Kampf-Arena-Leiter der Top 4 Arena kann ich leider nicht so besiegen, weil ich habe kein Flug-Pokémon. Den kann man nur mit Flug-Pokémon besiegen. Tschüss. Ich habe die erst besiegt. Yay. Yeah. Bye, bye. Ah, oh ja, ich lese das lieber nicht. Ich lese nur das, was jetzt bei der Sprechblase kommt. Tut mir leid. Zunächst muss ich meine Pokémon aufrichten, um Vergebung bitten. Ich bin betrübt, bekümmert und tröstlich. Ich kann es kaum in Worte fassen. Ihr solltet euch keine Vorwürfe machen. Immerhin kann ich das doch jeden im Kampf passieren, aber wie dem auch sei. Ich bin immer noch Mitglied der Top 4. Okay, bye, bye. Leute, das ist so spannend. Okay, ich heile jetzt meine ganzen Pokémon jetzt. Heil. Wo ist... Tafelwasser habe ich ja noch. Okay, kann ich ja das auch noch benutzen. Tafelwasser. Und nochmal Tafelwasser. Und jetzt kommt noch mein Cario. So heißt jetzt... Anstatt Imbol heißt er jetzt Cario. Tausendmal dürft ihr raten, wer das ist. Okay, wird schon alle sehen. Ach, wenn ihr jetzt mal Mauli sehen würdet, wie der heißt, da wird sich der eine YouTuber schon umbringen, weil ich ihn so genannt habe, mein Mauli. Okay. Ja, gegen Mauli für dich Käfer. Oh. Tausch. Schalven 91. Kelvin, wenn du das siehst. Herzlichen Glückwunsch, du bist ein Käfer-Pokémon. Käfer-Elektro. Ja, sorry, Kelvin. Es musste sein, ne? Scheiße. Oh, jetzt kommt Astor. Oder wie der auch heißt. Astor, ja. Ich hab die Seite auch, sorry, Leute. Es muss sein. Ich bin so ein Idiot. Das ist auch die Wahrheit von mir. Ich benutze Spielelösungen. Hallo, ich möchte speichern. Dankeschön. Genau vorhin. So, Shelvin 91 ist auf der ersten Stelle. Ja, Shelvin. Oh, scheiße, ich habe das Licht vergessen auszumachen. Auf der Toilette. Sorry, Leute. Ich war kurz noch vor der, auf der Toilette. Das kribbelt unter meinen Fingern. Und ich war so schön berührt, dass ich mit meinem Schatz jetzt verheiratet bin. In Second Life. Nicht Real Life. Keine Angst, das wird auch noch kommen. komm, Calvin. Shelvin. 91. Weil ich fand, irgendwie passt Calvin 91 so Käfer-Ding. Scheiße, Mann, da steht auch, ich kann's. Ich hätte Bullet als erster Stelle machen sollen, aber Calvin, du schaffst das auch, Shelvin. Shelvin, los! Ladestrahl. Mist. Komm, schaffst du, überleb. Komm, du musst einmal packen. Elektroball, los! Ah, scheiße, er wird jetzt heilen. Wie habe ich dich denn besiegt? Ja, du wirst jetzt heilen, Top-Genesung, blub. Komm, Calvin, das schaffst du. Ach, Calvin, nenne ich das Pokémon jetzt auch noch. Shelvin. Calvin, sei mir nicht böse.
Okay, wo ist... Hypertrank! Hypertrank, los! Feuchtbruch... Oh nein, das wird jetzt Shelvin, es tut mir leid. Oh gut, Feuchtbruch hat nicht so viel gemacht. Ampelleuchte! Bist du verwirrt? Was? Schlitzer kann ich wohl nicht einsetzen, oder? Ich versuch mal Schlitzer. Schlitzer! Wenn es klappt. Ja, es klappt! Unlichtkampf ist das. Oh, noch einmal Schlitzer, komm! Noch einmal Schlitzer, noch einmal Schlitzer, komm! Das schaffst du jetzt noch. Das schaffst du noch, das schaffst du noch, das schaffst du noch. Komm, 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 Schlitzer, Schlitzer, bitte, trifft, bitte. Ja! Nein, ich hab gedacht, das wird jetzt klappen, aber ich bin so ein Idiot. Es tut mir leid, Shelvin! Shelvin! Es tut mir echt leid. Mein Bullet muss wohl rein. Er hat keinen Hammer am Gelenk, das war schon der Fittich irgendwie jetzt komisch, aber egal! Na, wie findest du meinen Shelvin? Ach, Bullet, ja. Bullet war mein erstes Starter-Pokémon, deswegen wollte ich es nicht umändern, weil Bullet passt super zu dem Namen. Super zu dem Pokémon. Ja, F.Ire habe ich ihn am Anfang genannt. Ach, das waren noch Zeiten. Das waren Zeiten. Kampf gegen Kampf, da hätte ich lieber Gyri dabei, aber ich hab's ja. Ja, ihr wisst, Leute, mein Gyri ist ja nicht... Sandwirbel. Ah, komm schon. Flammenwurf, das würde bestimmt gehen. Ach, Mann, das ist jetzt so ein spannender Kampf gegen ihn. Flammenwurf! Schade, dass ich keinen Käfer dabei habe. Hm, das ist doof. Okay, Bullet bekommt Erfahrungspunkte. Rebigato, das ist eine... Das ist bestimmt das Boden-Pokémon, das er gleich einsetzen wird. Deswegen setze ich meinen Carry of 94 ein. Oh, da dürft ihr mal raten, wer das jetzt ist. Cool, ne? Carry of 94. Surfer, los! Oh nein, der ist jetzt erst bei ihm ankommen. Carry of 94, das packst du. Oh gut. Surfer! Komm, komm, ja! Du bist am Arsch! Die Waldfee, bestimmt dich. Okay. Achso, das ist das Pokémon. Okay, da muss ich wieder mein Bullet einsetzen. Bullet! Das schaffst du. Bullet, du bist so cool. Ich liebe dich, Bullet. Na, wie gefällt dir mein Bullet? Und dein Stahl- und Licht-Pokémon wird dich jetzt auch töten mit Flammenwurf! Blam. Ha. Bullet muss jetzt drin bleiben für sein letztes Pokémon, das ich jetzt glaube, das ist Cleopatra. Ja, Cleopatra! Ja, Leute hier, ich kann einfach nicht lügen, wenn ich lüge, dann habe ich so ein schlechtes Gewissen. Und deswegen muss ich halt die Wahrheit sagen, dass ihr wisst, was ich jetzt gerade mache. Ich habe hier mal die Internetseite auf, wo steht. Komm, oh, wieso kann die erst angreifen? Nein, oh. Gut, Armstoß, bam. Komm, das musst du töten. Ah, noch einmal. Oh, jetzt setzt du Top-Genesung ein. Wetten. Anziehung. Cleopatra, ich liebe dich nicht. Doch, du bist ja auch weiblich. Komm, Bullet. Nein, Bullet. Wie kannst du nur? Jetzt bist du tot, du Arsch. Oh nein, du lebst. Komm, bitte. Armstoß. Ja, jetzt haben wir den zweiten schon mal besiegt. Oh mein Gott, Leute, das ist so spannend. Ich kann mich vor Spannung gar nicht halten. Ich hätte gedacht, Shelvin wird's packen, aber... Weil er Käfer ist. Oh, ich habe gar nicht gelesen, was er gesagt hat. Und jetzt würde ich das auch nicht lesen. Sorry, Leute, ich habe es jetzt nicht gelesen, was er gesagt hat, aber... Es tut mir leid. Das ist voll spannend. Ich bin bei den Top 4. Ich kann mich vor Spannung fast gar nicht halten. Ich muss einfach... Ich bin dafür. Und es leckt, wie blöd. Ich frag mich echt, wieso... So, jetzt muss mein Shelvin wieder auferstehen. Shelvin, wach auf, Top-Beleber. Shelvin, du lebst wieder. Okay, der nächste ist ja dann diese Tusse. Mal gucken. Unlicht. Ja, da muss ich wieder mein Unlicht-Pokémon einsetzen. Ich nehme mal Glücksei wieder von Mole raus. Mole, nenne ich Maul. Mole. Soul Mole. Ich wollte euch jetzt nicht halt die Dings, eure Namen halt nehmen, weil... Oh Mann, Leute, das ist so spannend. Ich kann mich vor Spannung fast gar nicht halten. Und hier sieht man genau, was die Leute da gemacht haben. Wenn ich jetzt Open Gale anhätte, dann würde man das jetzt nicht sehen. Blub.
Ich schwebe und leuchte, leucht, leucht. Oh, ich gehe automatisch zu der Frau. Nein. Okay, speichern wir jetzt. Ich lese jetzt auch nicht, was die gesagt haben. Das ist so spannend. Leute, ich will nicht greifen, mich vor. Ich kann was gar nicht mehr atmen. Hey, Luft. Sorry, Leute, das war jetzt ein Scherz. Okay. Komm. Was zum Kuckuck, wer besitzt die Dreistigkeit, mich bei einem wohlverdienten Schönheitsschlaf zu stören, ja so schön gehen? Also, du scheinst mir einen starken Trainer zu sein, der es versteht, Stärke und Sanftmut zu vereinen. Aber erspare mir bitte, bitte, bitte eine langweilige Duell. Ich kann meine Genen doch jetzt schon kaum noch unterdrücken. Ja, du. Wie heißt du? Du heißt Catlea. Ja, Catlea. Oh, cooler Name, muss man sagen. Catlea. Hi, Catlea. Wie geht's dir, Catlea? Gut, ich hab schön geschlafen, bis du gekommen bist. Oh, es tut mir leid, Catlea. Ficklea. Catlea. Sorry. Na, wie gefällt dir mein Maul? Maulspukball. Und ich kann gegen den Kampf-Arena-Typi nichts tun. Das ist doof. Oh, scheiße, die setzt jetzt noch so ein Niveau rein. Na, da kann mein Maul auch was dagegen tun. Ich habe jetzt keinen Plan, wie ich den Kampfarena-Leiter machen soll. Ich werde meinen Carry 94 mal oben lassen. Vielleicht klappt's so. Und, oh no. What the fuck? Nein, oh, nicht sterben. Dankeschön. Setz mir nochmal Spuk ein. Oh, komm schon. Das ist doch jetzt unfair, dass du jetzt Hauptgenesung einsetzt. Komm, Volltreffer. Nein, lass mir jetzt Börde ein. Bitch! Kannst du nur was einsetzen, das nicht Top-Genesung ist? Nein, ich bin zu müde. gut. Ich habe 8 Spukbälle, aber ich habe AP Plus. Da kann ich wieder aufladen. Boah, spannende Duell. In diesem Part noch. Und dann kommt ein extra Part noch mit N. Und dann ist es vorbei. Und dann kommen Special Parts mit Pokémon, wo ich die legendären Pokémon hole und so weiter und so weiter. So, what the fuck? Achso, du setzt das ein. Los, Spukball. Das ist nach vorne. Was? Nein, es ist tot. Symbol. Okay, Bullet. Ich hoffe, du packst es mit einem Flammenwurf. Und wenn nicht, dann muss ich wohl. Oh, ein Fluch. Hätte ich auch. Da hätte ich jetzt auch gut Dings einsetzen sollen. Aber dann wäre er ja tot. Überlebt das. Oh, gut. Okay, Bullet los. Flammenwurf. Blub. Lol. Das nenne ich mal ein Volltreffer. Das ist ein Psycho. Weißt du was? Ich setze mal Boy ein. Boy 18, ne? Das bestimmt kennt ihr den hier. Boy 18. Sorry, Dingens. Ich sag lieber den Namen jetzt. Ja, das ist ein YouTuber, den mag ich sehr. Als Freund nur, nicht weiter. Weil er ist ein super Let's Player, macht Click and Point Adventures und ich mag ihn halt. Und seine Let's Plays sind super und er ist mein Gott. Oh Gott. Leute, obwohl ich das hier nicht mache, was in der Internetseite steht, gewinne ich trotzdem. Leute, die sind so schwach. Mann, ihr seid so schwach. Geht sterben. Verdammt. Gibt es nicht noch ein. Ach so, das ist ein Mädchen. Gibt es nicht noch andere Mitglieder der Top 4, denen du den Tag verderben kannst? Nun sei schon so gut und lass mich wieder in den Federn kriechen. Bist du mürrisch, wenn du aufstehst? Mann, bist du doof. So, der letzte der Top 4. Ah, Nervösigkeit steigt. Und ich. Mir geht's gut, Leute, mir geht's gut. Ich bin voll nervös. Mir kribbelt's schon die ganze Zeit in den Fingern und. Oh, Leute. Und dann kommt N. Ich hab Angst. N. Ich krieg schon Panikattacken. Okay, ich setz mal Mauli an erster Stelle. Nee, oder? Doch? Nein, doch? Ich hab keine Ahnung. Mauli oder Cario 4. Mauli Boy 18 oder Cario 94? Ja, Boy, komm in die erste Stelle. Du packst das bestimmt. Okay, ich muss jetzt kurz mal. Nein, ich lasse jetzt einfach das Pokémon-Team so scheißegal. Okay, jetzt kommt der letzte Trainer.
gegen den ich nur Flug-Pokémon einsetzen könnte. Aber ich habe kein Flug-Pokémon dabei, deswegen würde ich es jetzt einfach so probieren. Ich hoffe, es klappt. Oh lol, was ist denn das für eine Kampfarena hier? Ach, keine Arena, sondern Top 4. Ich hab mal in einem Part gesagt, Bundesliga. Das wäre mal cool. Pokémon Bundesliga. Pokémon die Bundesliga. Yay. Das wäre mal was, aber scheißegal. Okay, gehen wir jetzt zu den Kampftrainer. Okay, Leute, ich weiß, ich muss jetzt nochmal was sagen. Ich hab's ja bis hierhin geschafft bei der japanischen Version, aber ich konnte N einfach nicht besiegen. Und ich werde den Meisterball gegen Zekrom oder... Nee, Reshiram ist ja das Weise. Zekrom einsetzen. Das sind meine Pokémon geheilt, ich bin voll nervös und jetzt bin ich total sprachlos, was ich jetzt sagen soll. Okay, Leute, fangen wir an. Oh, Scheiße. Oh, Mist, Leute, es tut mir leid. Ich würde mir gerne selbst ein Bild von deinen Stärken machen, wenn du erlaubst. Ja, das darfst du ruhig. Und es tut mir leid, nervös und es krabbelt unter mir die Finger. Ich spiele hier Pokémon gegen die Top 4. Ich bin total geistesgestört. Ja. Ah. Oh mein Gott, du setzt das ein. Oh mein Gott, Leute. Nervösigkeit pur bei mir. Los, Erdbeben! Ich hoffe, das klappt. Oh, what the hell? Oh mein Gott. Boy, das machst du sehr gut. Aber ich versuch's jetzt mal mit Caro 94. Okay, ich sag, Boy 18 ist NRW Boy 18. Du hast auch ein Pokémon gewidmet. Und Shelvin ist Kelvin, das wisst ihr ja auch. Ich habe so viele Pokémon benannt. Okay, ich hoffe, mein Cario 94 packt das. Und Cario 94 ist Paper Mario 94. Der ist auch ein super Let's Player. Ich finde ihn auch toll. Hammer, das sollte auch mein Bull-Ed erlernen, aber... Cario, du darfst nicht verlieren. Wenn du verlierst, dann bin ich traurig. Lehmbrü! Blum! Komm. Ja, Cario, du bist super! Ich mag dich. Ich liebe dich. Als Pokémon, nicht als Mensch. Oh, what? Oh, boah, das erlernst du sofort. Blubstrahl weg, Hydro-Pumpe in. Leute, es kribbelt unter mir die Finger wie ein Samstagregen. Ohne Samstag halt. Okay, das war jetzt unlogische Scheiße, aber trotzdem, es kribbelt unter die Finger. Jetzt komm nochmal, Boy, das hast du super gemacht in der ersten Runde. Was setzt der jetzt eigentlich ein? Das blaue Ding. Die beiden sehen irgendwie aus wie Brüder. Klaus, nochmal, Erdbeben! Ja, nein! Der hat Robustheit, das gibt's doch nicht. Ah. Nein, ich sterbe. Boy. Oh, boy. Los, noch einmal. Habe ich mir doch gedacht, dass du das einsetzt. Lol, der hat mir 90 abgezogen. Und dann sein letztes Pokémon ein Wishu. Das ist bestimmt die Weiterentwicklung von diesem Linfu. Oh, blöde Metallklaue. Eugen! Oh, Eugen, ich kenne einen Eugen, aber der. Mein Cousin heißt so Eugen, aber egal. Das ist jetzt unwichtig. Nochmal Metallklaue! Ich weiß nicht, was ich jetzt gegen Linfu einsetzen soll. Oder Wishu, oder Linfu. Linfu ist dieses kleine komische Ding. Ja, Leute, ich mach. Da steht nur halt, welche Pokémon sie einsetzen, aber weiter nix. Okay, ich setz mal Gang ein. Gang heißt doch immer Gang. Bullet. Yeah, das wisst ihr ja schon. Aber es ist so spannend, Leute. Es kribbelt unter meinen Fingern. Oh. Oh mein Gott. Schwertanz einmal und dann Drachenklaue. Weil Schwertanz erhöht seinen Angriffskraft und seinen Dings. Au, Donkey. Oh nein, Drachen-Pokémon und Kampf-Pokémon. Okay, jetzt ist mein Drachenklaue ein gegen dich. Ich hoffe, das hilft einmal. Ja! Wir haben den Kampf-Arena-Typi gewonnen. Ich will gegen... Mann, Leute, ich bin dafür. Wie beim ersten Mal, wo ich das gespielt habe, war ich auch nervös. Okay, was sagt er jetzt? Du hast einen Droxfall unter Beweis gestellt, dass du der stärkste Trainer der Pokémon-Liga bist. Begib dich nun zur Statue auf dem Forum. Suche die Kammer des Champs auf. Wir Mitglieder der Top 4 von Einal haben den Champ geschworen, als unbedingt unabteilig zu verhandeln. Nun liegt es an dir, den jungen Trainer. Oder werte, Lauro wäre eigentlich der Champ der Einal-Region. Aber wir speichern jetzt hier ab und wir sehen uns im nächsten Part von Pokémon Weiß Edition. Oh mein Gott, ich bin so gespannt, ich bin so nervös. Blick mich um, Leute, blick mich um. Tschüss.